Herzlich willkommen, Leute, zurück zu The Culling mit Kundran. Wundervollen schönen guten Tag. So, neue Runde, neues Glück. Heute ein bisschen problematischer beim Aufnehmen, ein bisschen. Leute werden besser. Ein paar neue, ja, nicht Bugs rausgefunden, aber Sachen, die können jetzt nichts. Ich habe gerade eine Explosion gehört, ne? Vielleicht irgendwer was auf ein explosives Fass geworfen. Ja, muss direkt an so einem Fass gespawnt sein. Aber wir haben hier was Neues rausgefunden, was ich ziemlich interessant finde. Und gleichzeitig kann man das auch... Ey, das will ich für eine Falle nutzen, ne? Explosionen gehen durch Wände. Also, wir hatten einen gehabt, der hat hier eine Claymore so hinter die Tür gelegt. Hahaha, schön gut. Ich hab's von außen gesehen, als er die Tür zugemacht hat. Wir sind nicht reingegangen, sondern wollten davor warten. Ja, Pustekuchen. Bringt nämlich einen Scheißdreck, er hat trotzdem drauf geschossen und wir sind, haben den Damage durch die Wand bekommen. Also Explosionen gehen durch Wände und das Geile ist, was ich jetzt einmal testen will, ist jetzt spontan, ist, wenn wir eine Claymore finden oder irgendein C4, was man legen kann, dann legen wir das an so ein Haus auf die Außenwand, wo so ein Heal-Automat ist. Und sobald er sich heilt, zünden wir. Weil wenn er sich heilen muss, ist er ja auch low. Und dann ist die Chance hoch, da ihn damit zu töten. Ja. Ja, das war ein bisschen... Ich nenne das mal das überraschend gerade gewesen mit dem, das Explosion. Vor allem, es macht ja wirklich komplett Schaden. Also es war jetzt nicht so, dass wir... Genau, hat 50 Damage gemacht, so viel wie es halt macht. Du warst noch nicht oben? Ne, oben war ich noch nicht. Ganz viele Spritzen. Ich habe hier Snares, falls du die nehmen möchtest. Gratis Box. Ich habe eine Claymore gefunden, ne? Ja. Hier ein Zeichen. Ich verkauf mal eben diesen, ja, hier. Ich hoffe wirklich, dass das am Spiel liegt. Wenn man sich an manche Stellen in dem Game stellt, also perfekt auf dieselben Orte immer, gehen die FPS runter. Ich würde das gerne mal mit wem testen, der auch einen guten PC hat und auch mit OBS aufnimmt. Ja. Dann gehen wir noch zur Pump Station, da ist doch einmal. Ich leg das mal an. Der Radius. Wie hoch ist der Radius von dieser Claymore? Letzte Mal hatten wir das ja, die Folge habt ihr auch gesehen, direkt an so eine Ecke gelegt und da sind die ja locker dran vorbeigerannt. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Deswegen, ich hätte jetzt uns hier so versteckt, also so einfach ganz nah an das Teil dran gelegt. Und das ist witzig. Warte, Kunan. Das wird ein Knaller. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt pass auf. Damit rechnet doch okay. Keiner. Müssen wir eben mal anschauen. Na, wo ist die Claymore? Sag, wenn du sie gefunden hast. Lol. Wie gut ist das denn? Nein, das sieht man nicht. Also, das siehst du wirklich gar das, nicht. Das wirst du nicht als Claymore identifizieren, nee. Aber komm, wir verstecken uns. Hier oben. Hier ist noch mein Messer. Hier. Einfach hier in der Ecke. Hier wird doch irgendeiner vorbeikommen und sich heilen müssen. Boah, von hier sieht das echt sehr gut aus, auf Distanz. Siehst du nicht. Ja. Also, wenn man es weiß, siehst du die Umrisse davon, aber... Komm schon, wir müssen irgendwie einen herlocken oder so. Am besten müssten wir ihn einmal anschießen. Ja doch, wir müssen ihn einmal anschießen und wir sind oben auf dem Dach. Dann kommt er unten rein, heilt sich natürlich erst, bevor er hochkommt. Ich muss mir einen Bogen craften. Kann man hier eigentlich irgendwo runterspringen, ohne Damage zu bekommen? Ja, ich... Glaube. Hier, vielleicht wegen den Treppen. Oh, müsste man hier ins Wasser springen können, einfach? Ja. Wir lassen mal versuchen, so hier ein bisschen so zu bleiben. Wir können ja immer noch nach Loot gucken. Wir können in die Kanalisation noch eben gucken, oder? Wir dürfen das hier nicht verpassen. Nee, das ist richtig. Ich laufe einfach mal gerade Richtung Köln. Da hat einer die Explosion. Ja, das war ein Pfeil. Ich hab links von dir. Ja. Die schießen aber aufeinander. Die schießen aufeinander. Ja, also okay. Das ist, glaube ich, ein Einzelner und ein Team. Mischen wir uns damit ein. Hat das gelootet, was drin? Ja. Schau. Also eher. Jetzt du wieder. Okay, einen haben wir. Ich höre die immer noch schießen. Das müssen wir. Ah, die kämpfen immer noch. Ja, die kämpfen immer noch. Das hier war einer vom Zweierteam, den wir getötet haben. Mit der Tonfa.
Okay. Nee, ich komme nicht mehr ran. Aber wir haben ja noch viel zu looten. Okay, komm, ich dreh auch wieder um. Der hat noch volles Leben. Ich nicht. Such mal die Leiche von dem einen. Hol eben ein paar Pfeile. Ich werd angeschossen. Ja, ja. Ah, er schießt, ja. Ich hab mich schon wieder getroffen. Wo ist denn der Tote gewesen? Der lag genau da, wo du eben deine Pfeile gemacht hast. Da. Der hat auch einen Rucksack. Einen Rucksack kannst du haben. Okay. Okay, wir gehen mal zu unserem Haus. Vom anderen könnten wir noch ganz fix gucken. Oder ich der hatte, glaube ich, gar einen Beil, hatte der, ne? Ja, deswegen. Nein, der hat sogar eine Tactical Machete. Hey, was ist der Unterschied zu einer zu einem Beil? Ist das Beil nicht das 4-2-Ding? Also war jetzt so mein Gedanke. Ja schon, aber die heißt die Tactical Machete? Ja. Ich hab Angst, dass die Mine hochgeht, ey. Ja. Das weil der Automat zu warm wird oder so. Mein Gedanke ist eher, dass einer reinkommt und die dann auslöst. Das, ey, das muss doch klappen. Es muss doch nur jetzt einer hier hinkommen und sich heilen. Das ist doch sogar ein guter Heal-Spot. Geh mal aufs Dach, vielleicht kann ich ja hier einen reinlocken. Ich beeile mich mal mit dem Heilen nicht, dass ich daneben stehe. Hör ein! Oder bist du das gerade? Also ich lauf unten, ich lauf unten. Verkaufst du gerade? Ja. Oh Mann, es leben nicht mehr so viele. Mach mal die blaue Kiste gerade auf. Brauch eh meinen Airdrop nicht. Ein Kukri. Ja. Hast du ein T3 Knife? Ich hab ein T3. Nee, ne Knife nicht. Aber das Kukri ist T2. Nee, ist auch T3. Ich hab ein T3. Ja, ich hab ja das, die Machete, das ist ja auch T3. Ich muss das Ding eben mitbekommen. Wie viele leben denn noch? Oh. Ja, nicht mehr ganz so viele, nee. Aber. Wäre schön, wenn einer hier noch vorbeikommt, eben. So vom Airfield oder so. Gerade callt ja ein Airdrop. Hier fliegt auf jeden Fall einer. Oder da hinten, nee, ganz hinten kommt da NW. Ja, ich sehe es. Weiß noch unbekannt, wo er hinfliegt. Aktuell fliegt er auf uns zu. Also mehr oder weniger. Der geht da schon runter. Ich nehme den mal mit. Und wir können ja mal gucken, ob ein Haus in. Also wir gehen in die Richtung, wo der Airdrop ist. Ja. Und dann präpariere ich da ein Haus. Oh, das Ding ist nochmal abgedreht. Fliegt jetzt ein bisschen Richtung Airfield. Aber wird weit davor runterkommen. Ja, dann nehmen wir vielleicht mal das andere Haus da, was ja auch am Wasser ist, zur Mitte. Ja. Vielleicht kommen die alle da lang nochmal. Müssen die einfach nur mal ein bisschen anschießen und in die Richtung locken. Ich wollte kurz sagen, hatte ich nicht einen Mantrack, aber nee, habe ich leider nicht. Alter, okay, hier steht das Ding draußen. Naja, okay, es geht trotzdem. Ja, das Ding siehst du ja trotzdem schlecht. So vielleicht besser? Lieber Augenwimpern? Nee, ich, unten hat man es schlechter gesehen. Oben das sieht man jetzt relativ gut gerade. Nee, warte, es hängt ab. Oh, ich kann's. Da, pick up. Da kämpfen welche.
Wo? Hinter mir. Ganz weit weg. Ja, okay. So ist gut. Gehen wir doch mal hin. Aber da, dein Headset, das... Komm ich nicht drauf klar. Das ist noch ein gutes Stück. Das wird an den Lab sein, oben, da wo der Airdrop war. Ja, habe ich doch gehört. Wir locken die. Oder? Ja, komm, wir schießen an. Okay, jetzt rennen weg. Komm, wir rennen in das Haus. Oh nein, ich habe auch nicht mehr viel Ausdauer, ich Idiot. Aber egal, es passt. Sag, kann ich stehen bleiben, soll? Ja, lauf, 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 lauf. Ja, wobei, ich sehe deine Ausdauer, ja, das passt ja. Oh, jetzt schießen die, oder hast du wieder geschossen? Nee, ich schieß nochmal, jetzt renne ich weiter. Ich renne an dem Haus vorbei. Okay. Nochmal angeschossen, in der Hoffnung, dass ich jetzt heilen will. Vergiftet. Das war ein Hit. Komm, lass den einen wegrennen, der rennt zum Heilautomaten. Der eine rennt zum Heal-Ding. Aber es explodiert anscheinend nicht. Weil er sich wahrscheinlich von der Seite aus geheilt hat. Noch mehr von der anderen Seite, von rechts, wir sind eingekesselt gerade. Lass hier hochgehen, das ist Richtung Heal-Automat. Unser Heal-Automat? Ja. Ja. Ich wurde wieder vergiftet. Wurde aber nicht gebacksteppt. Ich renn rein ins Haus. Gas! Fuck it. Du renn, Kunrand! Richtung ist egal. Ich versuche dir Backup zu geben. Ich bin vergiftet. Oh, oh, renn. Die gucken gerade zu mir hoch. Die rennen jetzt dir weiter hinterher. Oh fuck, ist das Gift. Du musst rennen, Kunrand. Sie kommen immer noch dir hinterher. Ich beeil mich. Mich. Mann. Okay, du schaffst es wahrscheinlich nicht, oder? Oh shit. Nein. Das 1 ja, HP. Okay. Scheiß Kotzen. Seit wann kotzt man denn wieder dreimal? Stimmt, seit wann kotzt man wieder dreimal? Du stehst was ist mit dem Gas hier? Steh auf die linke Seite vom Auto. Okay, das kriegen wir auch noch hin hier. Ich will, dass das wenigstens drei noch klappt. Drei einzelne Teams und ein das Zweierteam ist das dann noch. Er hat also sich von der Seite geheilt, deswegen ja. Hat das nicht geklappt. Shit, da ist das Zweierteam, aber von da kommt einer. Beobachtet der mich? Ich gucke einfach mal hinter dich. In der Mitte sind sie. Das Problem ist, ich muss den Schaden machen. Ah, Giftpfeil. Da kommt schon wieder der Blowdart. Vielleicht locke ich ihn einfach so knapp wie möglich daran vorbei. Stehe selbst nicht zu mehr dran. Das Ding, die ne? Die Claymore ist so lächerlich. Dann sollen sie sie halt rausnehmen, ey. Schön, 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 schön. Das war der aus dem Team. Ja, und da schießt aber der andere Dude auf mich. Heil dich. Näher dran stehen. Kommt er? Ich kann nicht richtig rumgucken. Noch sehe ich ihn nicht. Er craftet was. Er craftet. Wahrscheinlich Pfeile. Ja, das ist okay. Dann kann ich mich heilen. Aber ich, also ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Das war das Zweierteam? Das war es Zweierteam. Nur noch vier okay, einzelne dann leben. Dann ist ja nochmal alles drin. Dann laufe ich jetzt mal hier schnell und hebe ein paar Sachen auf. Ein paar nützliche. Oh. Sieh einer an. Da vorne läuft er rum. Hast du nicht noch einen Rucksack im Inventar? Mach dir doch noch eine Armor. Ja, ich wollte erst mal... Vor dir liegt ein Stein. Ja, und vor mir ist auch noch ein Gegner. Da in der Mitte ist einer. Ich schaue mich hinter dir um.
Boah, ohne das Gas eben hätte ich mich vor allem nochmal bandagieren können, aber. Das war, du bist, relativ lang noch mit einem HP am Leben gewesen. Ja. Das Problem, dann war ich am Kotzen und ja, dann war Ende. Ich kann jetzt auch noch schön warten, bis die anderen sich auch mal blicken lassen. Einer ist immer noch in der Mitte auf jeden Fall. Genau, ja, gegenüber dem von zwei. Dir. Schade, leider nicht den Bug, dass ich durchswitchen kann. Ich frage mich, warum die sich eben getrennt haben. Wer liegt denn hier noch? Hier haben wir den einen noch getötet. Das ist unser, oder? Oh. Enemy just turned someone else into a pincushion. Ah, das war der, dessen Kollegen du getötet hast. Also der gerade gestorben ist. Unten hinter dem Airdrop. Ja, da sind zwei hintereinander. Kommen Sie den einen doch, der steht hinter dem Stein. Jetzt. Fuck! Guck da. So nicht. Spielen die zusammen? Nee, aber er rennt jetzt wieder weg, ey. Oh nein. Ich hab den nicht mehr gesehen. Du kannst dich noch komplett voll heilen. Gift ist noch weit genug weg. Nee. Hinter dir. Guck mal an, du sollst mir ja, auch zugucken. Ich hab aufs Gift geschaut. Das Gift sehe ich doch selbst. Da oben rechts ist er. Rechts von dir. Sag mir nicht, dass du ein DC. Okay, ich hab's. Nee. Das hält gar nicht so lange, wie ich gehofft habe. Och, und der blockt halt weiter. Oh. Wurde er nicht geschockt? Nee. Och, nein. Warum? Schade, das war eine interessante Runde. Nur wieder Kacke. Jetzt können wir mal durchschauen, wo sich die anderen beiden verstecken. Der andere ist in der Mitte. Da sind nur noch zwei. Sind was nur mit noch dem... zwei. Den einen, der eine wurde haben getötet. Die sich gegenseitig gekillt oder was? Nee, der eine wurde getötet. Ja, aber von wem? Von dem Fenku-Typ. Der hatte den getötet. Der deinen Mate getötet, also der den getötet hat, der. Ja, und dann hab ich in der Mitte mit zwei Leuten gekämpft. Das sind die beiden. Ihr wart nur noch zu dritt. Ach so. Alles und klar, ja, das dauert jetzt aber ein bisschen. Der eine baut eine Falle auf, aber der eine. Er hat seinen Revolver verballert. Ich glaube nicht, dass er nochmal ein Muni kommt. Hat er nochmal alles gegeben. Es gibt zwar, glaube ich, noch ein Fass, das in der Reichweite steht, aber. Alles klar, wenn es euch aber gefallen hat, schaut wieder gern bei Kundan vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao. Bye, bye.